Hey da, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind Knappe. Was sagt man dazu? Wir sind Knappe und die haben hier echt interessante Pferde stehen. Oder sowas ähnliches. Wachabend. Wir sind in der Ausbildung. Alles in allem. Wir dürfen das Waffenrecht für uns beanspruchen. Wir dürfen kämpfen lernen. Und, ja. Ich muss mich erstmal nochmal einfinden, weil das ist ein bisschen her. Seit der letzten Aufnahme, es hat sich viel getan, es hat sich viel verändert. Es gab ein neues Update. Diesmal hat es funktioniert. Was habe ich eigentlich vor? Questen? Der Schatz, ja, den habe ich erstmal aufgegeben. Der ehrbare Dieb, bringe den Ring zu Müller Kohen in Kohelnitz. Und lesen lernen wollen wir auch. Tja, geboxt haben wir uns auch schon. Also bleibt uns erstmal nur ohne Fleiß kein Preis die Hauptaufgabe. Wir lernen unseren Wachdienst bei Hauptmann Bernhard. Ja, das klingt vernünftig. Es ist abends, also nachmittags. Ja, wir fangen erstmal an. Er soll uns ausbilden. Mal sehen, was er uns beibringen kann. Wieso stockt das schon wieder? Bin echt gespannt, was er für uns hat. Habe ich eigentlich noch viel Material dabei? Ja, habe ich. Und das Zeug kriege ich auch gerade im Moment nicht weg. Ja. Standhaft, wieso war das eigentlich so teuer? Oh ja. Soll mich nicht stören. Wir haben anderes zu tun. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich hatte schon Angst, dir wäre beim Angriff auf Skalitz was passiert. Wir werden jetzt erstmal hier hoch zum Hauptmann gehen, zum Bernhard. Der soll uns doch mal gerade in der Waffenkunst unterweisen, damit wir dann als militärischer Prügler hier uns durch das Mittelalter schnetzeln können. War zwar nicht meine Absicht, aber wenn wir schon kämpfen lernen können, dann nehmen wir es mit. Ich meine, unser Vater hat ja damals gesagt, gewinne mit dem Kopf, nicht mit der Waffe. Finde ich gut, finde ich lohnenswert, das ist eigentlich eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall so handhaben, wenn man kann. Ach, da hinten irgendwo gibt es noch diesen Schankwirten und der scheint zu wissen, ob hier jemand noch mal eine Aufgabe für uns hat. Ich bin mal so frei und frage danach. Vielleicht gibt es hier noch was anderes Interessantes zu tun. Der redet nicht mit uns. So, jetzt Guten aber. Tag. Wir können ja unsere Ausbildung ein bisschen aufschieben. Ich Weißt du, meine, das ob hier drängt jemand doch meine nicht so. Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Ja, das klingt doch interessant. Der Wildhüter braucht. Aber ich glaube, dafür muss ich ja schon wieder in die Wildnis und, wie wir sehen, sind wir zu Fuß zu langsam. Ich lerne erstmal die Waffenkunst. Weil die Aufgabe quasi vor der Tür liegt. Irgendwo weit, weit weg. Sag mal, wie weit ist das denn noch? Nee, ich muss da irgendwie außen rum. Ich muss hier rauf. Ah! Ah. Ja, okay, ich kann mich ja selbst ausbilden. Warum auch nicht? Sei es drum. Ach, für neun Pfeile.
nochmal Prügel riskieren? Ich glaube, das mache ich erstmal nicht. Naja, dann auf zum Wildhüter. Ruhe, Hund, ich habe dich nicht gesprochen. Ich will dich nicht am Backen haben. Niemand am Trainingsplatz, also verzichten wir aufs Training. Da ist er doch. Glück und Gesundheit. Der hat sich auch mal schön Zeit gelassen. Ja, wir plaudern zuerst. Ich wüsste gern. Ist Herr Hanusch ein guter Lehnsherr? Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Okay. Was hältst du von Herrn Ratzig? Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Das klingt doch mal gut. Was ist der junge Herr Carpon für einer? Wie ist der junge Herr Carpon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Ratai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Was wird aus den Flüchtlingen werden? Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Pirkstein ist eine schöne Burg. Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Ja, okay. Ich habe nicht allzu viel von der Burg gesehen, also von daher weiß ich nicht, ob sie so schön ist, aber war eigentlich ganz anständig. Wen hat Sigmund da in seiner Reihen? In seinen Reihen? So. Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Dankeschön. Ach, Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Tja, wie sieht's aus mit der Grundausbildung? Ich komme wegen der Ausbildung. Hier kann ich dich nicht ausbilden. Komm zu mir, wenn ich beim Übungsplatz bin. Sehr wohl, Herr. Aber du bist nicht beim Ich war beim Übungsplatz, du. Außerdem da. Schöne große Arena zum Trainieren. Warum ärgern? Ich folge ihm einfach mal. Dann muss eben die Aufgabe hier mit dem Wildhüter warten. Bis der sich endlich hoch zum Trainingsplatz bequemt hat. Er mag uns nicht besonders, der Herr Bernhard. Warum er uns nicht mag, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir aus Skalitz sind. Und ja, quasi seinen Wohnsitz ja jetzt an unseren Herrn Ratzig vergeben wurde. Würdest du dich ein wenig eilen? Nur so ein bisschen, nur so zum Versuch. Er scheint angekommen zu sein. Wir fragen ihn nochmal nach der Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Tja, das bin ich wohl. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Ah, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Andere würden das als Beleidigung sehen. Ich bin einer Meinung, ja, wir haben noch keine Ahnung vom Schwertkampf, also gute Idee. Die Grundlagen zuerst. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still. Jetzt wollte ich die Waffe ziehen und... Oh, mache ich das gut? Kleiner Tanz, gefährlich. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen.
Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Na gut. Sehr okay. Gut. Das haben wir ja beim anderen schon gelernt. Schön. So ist's recht. Nicht schlecht. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Na gut. So ist's recht. Gut. So ist's recht. Das nee, genügt. Achso, dreimal nur. Zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Na gut, also. Zuschlagen, stechen. Nochmal stechen, schlagen. Zustechen, schlagen, schlagen. Ich glaube, damit ist er zufrieden. Ja, jetzt widmen reicht wir uns ihm. Der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Ah, okay. Alles klar. Nicht schlecht. Gut. Au, ich muss mich ein bisschen bewegen. Allerdings, immer wenn ich mich bewege, kriege ich da die Gucke voll, weil ich dann zu spät auf die Verteidigungstaste komme. Auch ungefähr so. So ist's recht. Gut. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Guter Schlag. Alter Schwede, der ist ein bisschen schneller als ich. Oh, oh. Au, au, au. Zuerst locken, dann überrumpeln. Au. Ha, voll erwischt. Ja, das ist einfach ein Anfänger über die Klinge springen zu lassen. Ich versuche hier wie wild abzuwehren, aber irgendwie ruckelt mir das Ganze im Moment zu viel. Au. Ich will auch solche Schlagkombinationen machen. Nicht einstecken. Huh. Au, dankeschön. So, wir laufen mal weg. Ha, erwischt. Gut, das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. Also von da. Nein, nicht so. Sehr gut. Gut gemacht. Schön. Sehr gut. Er lässt mich treffen. Gut gemacht. Na gut. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Also alles, was ich über das Blocken weiß, habe ich von dir. Ganz nebenbei. Also abblocken. Aua, ich meine, zustechen wollte ich zuerst, aber das kann ich nicht. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Genau. Na, komm. Nein, nicht so. Das war wohl das zu früh. Nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Na dann, hau zu. Okay, unten und... Ah, so ist's recht. Okay, ich weiß nicht, was da der Unterschied war zu vorhin.
Das ist dahin. Au! Nicht schlecht. Ach, gut gemacht. Ja, ich bin voll der Meister. Nicht schlecht. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Sehr gut. Au. Okay. Nicht schlecht. Und ich krieg trotzdem immer ein Au ab. Oh, das war viel zu früh. Das war zu früh. Ja, ich hab's gemerkt. Immer im letzten Moment. So, jetzt ungefähr. Genau. Ah, genau. Na, versuch's doch nochmal. Oh. Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Ja, ich wehr eine Woche vorher schon ab. Das ist ein bisschen das Problem. Au. Nicht schlecht. Au. Ey. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Au. Okay, zuschlagen kann ich auch. Nein, kann ich nicht. Ich muss abwehren. Au. 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 Hauptmann Werner. Ah. Au. Warte kurz, Heinrich. Ich steck auch mal die Waffe weg. Das gehört sich ja so, wenn wir da mit dem... Grüße, Herr Hans. Hans sprechen. Was bringt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzis hat es befohlen. Ich weiß, eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Ne, das macht der Herr Bernhard schon. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Na tatsächlich, der kommt immer rechtzeitig weg. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Nein, irgendwie nicht. Nein, nein, nein! Ha, ich kann es! Schön! Jetzt bin ich ein Profi-Schwertkämpfer. Ich kann ausweichen. Und ich kann blocken. Gut gemacht. Gut. Und nun etwas schneller. Was? Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Nicht schlecht. Ja, sehr gut. Ich komme weg. Gut gemacht. Au, das war zu früh. Au. Hey. Gut. Und die letzte Lektion für heute, ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. Ah, okay, verstehe. Also, hoch ausholen und von der Seite hauen. Das meint er. Sehr gut. Das scheint ihn echt zu beeindrucken. Das nicht. Nein, nicht so. Sehr gut. So ist's recht. Nicht so. Na gut. Nicht so, verflucht. Ich hab doch rübergezogen und sollte eigentlich von der Seite treffen. Ja, jetzt funktioniert's. Ich krieg die Steuerung noch nicht so ganz sauber hin. Ah, nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben.
Ja, machen wir doch weiter. Nein? Oh. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Och, Bogenschießen können wir. Wir haben schon ein, zweimal auf Hasen ge... Der hört mir nicht mal zu. Na gut, wie dem auch sei. Folgen wir dem Herrn Bernhard. Ich müsste mal die ganzen Ausrüstungssachen hier reparieren. Ja, der hat mir meine Sachen schon wieder kaputt gemacht. Ich habe es geahnt. Machen wir was Sinnvolles? Wir schneidern uns die Sachen wieder. Ach, das kriege ich nicht hin. Aber schustern können wir. Wir schneiden unsere Sachen wieder zusammen, damit wir wieder Material haben, mit dem man kämpfen kann. Herr Bernhard, ein paar Schritte schneller. Ja, der hat die Ruhe weg. Wie war das? So geht man. Ja, prima. Machen wir. Ja, schnell mal einen Schluck Tee nehmen. Der Hals wird langsam etwas trocken. So, Herr Bernhard. Ja, jetzt ist er etwas schneller als wir. Aber wenn ich normal durch die Gegend jogge, ja, dann überrenne ich ihn und habe an sich nichts davon. Ja, sollte ich vielleicht doch langsam loslaufen? Er ist immer noch einen Schritt schneller als ich. Ich bin aus Skalitz und erflehe nicht mehr als einen Kantenbrot oder einen Groschen. Was immer ihr habt. Was ein bisschen schade ist, man kann den Leuten nichts spenden. Ich meine, nicht, dass es was bringen würde, ich brauche Erfrischung. Aber es wäre doch immer mal wieder eine nette Geste. Hat der jetzt auf uns gewartet? Der wartet auf uns. Ja, das ist so das Unnötigste, was er machen kann, auf uns warten. Der braucht eh länger für die Strecke als wir. Alter Mann. Gebrochen. Schon wieder? Wie vielte ist das diesen Monat? Die dritte. Unglaublich, oder? Wo ist das hier? Meisterbogenschütze. Der Carbon ist schwer am Ballern. Unter die Straße lang und auf einmal krach. Aller schlechten Dinge sind drei, hm? Jetzt muss ich wieder. Oh, da hat er wohl abgesetzt. Wollte wohl nicht. Hoppla. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin. Und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Ja, und so eine Armschiene ist... Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl... Gott hab ihn selig. Ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen... Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Ich habe schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und ich habe doch gar nichts gemacht. Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Heinrich. Reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Das habe ich erwartet. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut.
Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Ja, das stimmt. Gut, mehr als das. Lass uns anfangen. Der kann doch nicht. Der kann doch nicht mein ganzes Geld wollen. Was? Blablabla. Äußeren Ringen, Punkte. Wer als erstes fertig ist, großartig. Ich habe keine Ahnung, wie man richtig auf so eine Scheibe zielt. Okay, nochmal neu ansetzen. Der hat schon zwei Pfeile vor. Okay, das war gar nicht schlecht. Der Anfang steht. Das muss ich nur noch öfter treffen. Der trifft auch jedes Mal. Und ich treffe nicht gut. Wissen die eigentlich, wie viel das ist? Krieg noch 3 Punkte extra. So, ich brauche jetzt zweimal voll die Mitte, um gewinnen zu können. Ja, gesagt, getan. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Ich habe genauso viele Punkte wie er. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Na toll. Ich habe einen Unentschieden errungen und jetzt muss ich mich auch noch mit ihm prügeln. Und krieg noch nicht mal den Bogen dafür. Au, au. Könntest du dich mal aufrichten? Heinrich? Ich weiß nicht, warum ich blocke. Der macht das ja eh nicht. Du hast es so gewollt. Au. Ja, ich weiß nicht, warum ich die richtige Richtung blocke und blocken drücke. Das macht keinen Sinn, das Ganze. Großartig. Die Steuerung funktioniert überhaupt nicht. Ja, super. Gut getroffen. Ist der unbesiegbar oder so? Also irgendwas ist da doch ganz gewaltig lächerlich. Ha! Also er kann doch getroffen werden. Jesus Christus. So, und jetzt leide. Ich stech dich ab. Ha! Er hat eine schlechte tiefe Deckung. Doch nicht. Aber das Gute ist, wir lernen Schwertkampf. Oh je, hat das wehgetan? Ja, eigentlich schon. Würdest du dich bewegen, wie ich die Tasten drücke? Das wäre eigentlich ganz angenehm. Verflucht! Au. Kämpfst mit ganz fiesen Tricks. Oh. Habe ich jetzt gewonnen? Ich habe den letzten Schlag ver... Ja. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Grosch. Ich soll dir Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Ich freue mich schon. Also gut, er ist besiegbar.
Zumindest im Schwertkampf. Im Bogenschießen wahrscheinlich auch. Da habe ich ja am Anfang leider schlecht getroffen. Na gut. Herr Bernhard, sprich mit mir. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich wirklich nicht herausfordern sollen. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht! Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Na gut, wir werden uns zum Rathaus aufmachen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.